Verzweiflung. Lebt wohl oder ihr lebt in Furcht. Oha, was ist mit Donald Trump passiert? Punkt, 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 Punkt. Bishop. Punkt, Punkt. Das schöne Gesicht von Bishop. Oh nein. Jetzt kann sie mir nichts mehr ins Ohr säuseln. Das tut mir herzlich leid für dich, Lenny. Auch dein Kind. GLP, mein armes Mäuschen. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Oh, Abenteurer. Ich flehe dich an. Bitte, bitte hilf meinem armen GLP. Natürlich. Oh, vielen Dank. Ah. Bitte nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Hurra! Antikes Amulett erhalten. Wie bei Zelda, was mich in die Wand verschwinden lässt. Kennen wir doch. Bei Zelda Link Between Worlds, wodurch ein Amulett in eine Wand verbannt wurde. Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Immer doch. Quest angenommen. Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Oh, Marmelade, Oma. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Sie kann nicht mehr reden. Sie kann keine Märchen mehr vorlesen. Oh, Schreck. Oh, Schreck. Und jetzt der Markus kann jetzt auch keine... kann auch nicht mehr Stadtsprecher sein. Punkt, Punkt, Punkt. Kann auch keine Let's Plays mehr aufnehmen. Oh, scheiße. In einer kargen Landschaft. Da ist der dunkle Fürst Billy. Dunkler Fürst Billy. Da will wohl jemand den großen Helden spielen. Gib das Gesicht von GLP zurück. Du meinst die Maske. Meinst du vielleicht das hier? Warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Für GLP soll ich das tun. Man sieht sich, falls du es überlebst. Ich kauf dir eine neue Maske, GLP. Ist ja halb so wild. Was soll ich nur machen? Oh nein. Das Armband. Es leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Zwergi. Zwergi, kannst du mich hören? Nein, ich kann dich nicht hören. Oh, natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Von mir aus. Ho, sehr gut. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horstes wird dir helfen. Haumrock! Die Macht des Horstes. Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Klassen legen eine Rolle im Kampf fest. Manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für das Heilen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und nun viel Spaß bei der Klassenwahl. Oh, ich habe hier die Möglichkeit, Krieger, Magier, Priester, Dieb, Popstar oder Koch zu werden. Und Popstar, okay. Was soll denn Popstar bringen? Ich würde ja gerne Krieger spielen. Weil passt zu Zwergen einfach so, aber Popstar, mich interessiert, was Popstar mir bringt. Ich glaube, ich muss einfach Popstar ausprobieren, wie das aussieht. Ich probiere Popstar aus.
Männlich oder weiblich? Natürlich männlich. Popstar. Er rüttelt das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit hinreißendem Gesang. Ach du Scheiße. Ich und Gesang. Na, das wollen wir sehen. Los geht's. Zwergi wurde zum Popstar. Oha. Oha. Oh Schande. Jo, meine YouTube-Karriere ist jetzt vorbei. Ich höre jetzt auf mit YouTube. Ich fange an zu singen. Hoppla. Nicht schlecht. Ho, ho, ho. So bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut bewaffnet. Jetzt kämpfe, Zwerg, zeig, was du kannst. Jetzt kommt mein Song, Zwergi, Zwergi, Fürsti. Das neue, der neue Hit auf YouTube. Wabbel hier nicht so rum, es wird dir nichts helfen. Mini-GEP-Schleim. Das passt. Start. Los, singen wir ihm die Ohren weg. Angriff. Erste lässige Aktion. Und das ist die richtige Stelle. Na. Geig ihm deine Meinung. Ich meine, sing ihm deine Meinung. Angriff. Los. Man fängt er an zu singen und tschüss. Und wohl nie. Yippie, ja, ja. Gerettet 1. Zwergi war siegreich. So viel dazu. Hurra! Schleimgelee bekommen. Sehr gut gemacht, Zwergi. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Ho, ho, ho. Das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zurück zur Stadt. Anfangs zurück. Moin, Leute. Ah, GLP kriegt sein Gesicht zurück. Und das würde ich auch gerne mal sehen. Seine Maske. Und da hat er seine Maske zumindest erstmal wieder. Ui, das kitzelt. Hurra, ich bin zurück. GEP, was für ein Glück. Und da kommt Kelly, die Mutter. Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, nein, mir geht's schon gut. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dies hier als Geschenk. Als kleines Dankeschön. 200 GEs. Oh, wunderbar. Einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Zwergi. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Bibi getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Was, du meinst seinen Song? Den fand ich gar nicht so schlecht. Na doch, der war schon ein bisschen mies, aber also eine Schweinerei würde ich es jetzt nicht betiteln. Also halt dich mal ein bisschen zurück. Schäm dich. Selbst komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Schluck. Besiege Bibi und rette die Welt. Tust du das? Aber sowas von. Die Antwort war korrekt. Deine neue Kraft sollte dir im Kampf gegen Bibi helfen. Jetzt jage den dunklen Fürsten Popstar. Zwergi, ich erwarte große Dinge von dir. Ho, ho, ho.